Ja, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmende, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Theorie und Gesellschaft. Und ich begrüße sehr herzlich Julika Green, Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Und ich darf zunächst Frau Green ein wenig vorstellen, auch das KWI, also das Kulturwissenschaftliche Institut, dem sie vorsteht, ein wenig vorstellen. Julika Green war einige Jahre lang Professorin für anglistische Literaturwissenschaft an der Technischen Universität in Darmstadt und anschließend an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist jetzt seit 2018 Direktorin am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und gleichzeitig auch Professorin an der Universität Duisburg-Essen. Und in ihre Arbeiten, wenn man sich das anschaut, beschäftigen sich eigentlich, man könnte sagen, zunächst mit einer Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Also sie hat auch einige Texte veröffentlicht aus dem Zusammenhang der Erzähltheorie oder auch zum Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, auch zu Mensch-Tier-Verhältnissen in der Literatur, also Animal Studies, wenn man so will. Also es gibt auch ein Buch von ihr mit dem Titel Monkey Business, Affen als Figuren anthropologischer und ästhetischer Reflexion, 1800 bis 2000. Und daneben hatte sie auch immer bis zur Gegenwart einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der Literatursoziologie, also Literatur als eine soziale Praxis, auch Lesen als eine soziale Praxis, auch die Literatur als ein bestimmtes institutionelles Arrangement. Insofern hat sie sich da auch eigentlich eng an der Schnittfläche zwischen Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften bewegt. Und sie war auch einige Jahre lang Leiterin des Promotionskollegs Schreibszene in Frankfurt am Main, wo ja genau auch diese literatursoziologischen Fragen behandelt wurden. Und in ihren laufenden Arbeiten beschäftigt sie sich mit etwas, was heute auch Thema ihres Vortrags ist, nämlich der kulturwissenschaftlichen Wissenschaftsforschung. Das ist etwas, worauf wir sicher nachher noch mal näher eingehen, was das Kulturwissenschaftliche dieser Wissenschaftsforschung ist. Es gibt ja auch oder gab ja immer auch eine sozialwissenschaftliche Wissenschaftsforschung. Also es geht hier eben auch um die Untersuchung von Wissenschaftskommunikation, um die Frage Wandel, der Rolle der Universität, das Verhältnis zwischen Universität und Öffentlichkeit und die Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften in dem Zusammenhang. Und gerade dafür, für diese letzten Fragestellungen, ist das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen eigentlich einschlägig. Das ist nun wirklich eine sehr interessante und auch einflussreiche Einrichtung, die 1989 gegründet wurde in Essen, damals vom Land Nordrhein-Westfalen und in der Tradition der Centers for Advanced Studies steht. Und das ist heute ein Forschungsinstitut der Ruhrgebietsuniversitäten insgesamt, wo dann gerade eben auch nach dem Antritt von Frau Green dort die kulturwissenschaftliche Wissenschaftsforschung ein Zentrum darstellt, eben auch daneben die Kultur- und Literatursoziologie und auch einige andere Bereiche, Kommunikationskultur und so weiter. Und was eigentlich sehr interessant ist an dem, was dort in Essen gemacht wird und was Frau Green uns auch heute vorstellen wird, das ist im Grunde, man könnte sagen, da wird hier eine Metaperspektive auf das eingenommen, was wir hier alltäglich machen, also was wir an den Universitäten und in den Wissenschaften machen. Es hat ja in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Tendenz gegeben, dass Wissenschaften auch öffentlicher werden, dass sie stärker in die Öffentlichkeit hinein versuchen zu wirken. Also auch in der Soziologie haben wir ja schon seit einigen Jahren Diskussionen um Public Sociology, also Sociology, die in die Öffentlichkeit geht. Ist das nicht auch die Aufgabe der Soziologie? Natürlich auch eine Aufgabe, die mit Tücken verbunden ist. Und dieses Legitimationsproblem ja auch von Universitäten, also was wollen sie überhaupt, was sollen sie überhaupt, und gerade im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften hat die Universitäten angetrieben, auch ihre Aufgabe zu reformulieren, auch öffentlicher zu wirken, und da sitzt natürlich genau die kulturwissenschaftliche Wissenschaftsforschung an und schaut, was wir da eigentlich machen, also wenn wir dort den Universitäten öffentlich werden, also quasi eine reflexive Beobachtung dessen, wie Universitäten und Wissenschaften in die Öffentlichkeit wirken. Genau das werden wir uns heute anhören. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank für die nette Einladung in diese schöne Reihe und für die freundliche Einführung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Sie erleben im Grunde
Grunde oder Sie werden Zeugen eines Wiedereingliederungsprozesses, denn ich war in den letzten 7 Jahren auch als Vizepräsidentin der DFG tätig, als eine von 8, und scheide jetzt etwas früher Ende dieses Jahres aus und habe mir vorgenommen, noch 2 Bücher zu schreiben. Und über das eine kleinere Buch möchte ich hier sprechen und erhoffe mir von Ihnen auch einige Hinweise noch aus vielleicht auch soziologisch berufener Perspektive und beginne mit dem Trailer zum Polizeirufkrimi des Bayerischen Rundfunks aus dem letzten Sommer. Vielleicht haben einige von Ihnen diesen Film gesehen. Die Vielfalt ist so wichtig, ja, wir brauchen sie, um Kolleginnen, die schon ewig bei der Polizei sind, mal mit frischen neuen Sichtweisen zu kommen. Ich finde eigentlich den Polizeiruf besser als den Tatort und ich finde Johanna Wukalek auch toll, aber auf den ersten und zweiten Blick haben wir es hier, glaube ich, vor allem mit einem schlechten Krimi und einer reichlich albernen Satire zu tun. Interessant wurde es aber, als mich nach der Ausstrahlung dieses Films nicht nur die besorgte Mail eines Münsteraner Kollegen aus den Postcolonial Studies erreichte, sondern auch ein Mitglied der Pandemiekommission der DFG aus den MINT-Fächern, also kein Geisteswissenschaftler, klagte, so abfällig könne das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Universität nicht behandeln, das sei aus Steuermitteln finanzierte Wissenschaftsfeindlichkeit. Ich greife jetzt dieses Beispiel deswegen auf, weil der Krimi-Trailer für die Institution der Polizei vorführt, was in Sachen Kommunikation auch Hochschulen umtreibt. Es gilt von einem Modus des Kommuniziertwerdens in einen Modus der Kommunikation, also vom Passiv in den Aktiv umzuschalten. Und dieser Aktiv wird im Wissenschaftssystem gern als Strategiefähigkeit bezeichnet. Die angestrebte kommunikative Ertüchtigung kann sich, und ich bleibe jetzt bei den Hochschulen, unter anderem als offensives Marketing artikulieren. So hat zum Beispiel die Universität Rostock vor einer Weile die Dinge selbst in die Hand genommen und eine preisgekrönte Telenovela in eigener Sache produziert, in der effektives Storytelling, pittoreskes Norddeutschland, junge Robben, Wissenschaft als Klimaschutz, zielgruppengerecht, junge Frauen in den MINT-Fächern zum Einsatz kommt.
Das wiederum öffentlich-rechtliche Vorbild dieses Kommunikationseinsatzes trägt den Titel Sturm der Liebe. Diese Wissenschaftssoap heißt Sturm des Wissens. Können Sie im Netz nachschauen. Auf dem Weg zur kommunikativen Strategiefähigkeit geht es indes nicht nur um PR und um Marketing, sondern auch um die Verpflichtung auf Werte und Leitbegriffe. Wieder bei der Polizei im Münchner Krimi stellen im Wissenschaftssystem Leitfäden, Positionspapiere oder lieber noch Mission Statements wichtige Instrumente zur Aufstellung in Kulturwandelprozessen dar. Ein 2022 veröffentlichtes Papier der Hochschulrektorenkonferenz mit dem Titel Hochschulkommunikation als strategische Aufgabe illustriert, wie sich in diesen Genres institutionelle Selbstbeschreibung und Selbstpositionierung verbinden. Und verzichtbar sind dafür normative Schlüsselworte, die auch jenseits des Wissenschaftssystems als positiv konnotiert geteilt werden. So tauchen im HRK-Papier Leitvorstellungen der Diskussion um eine reformierte Wissenschaftskommunikation auf, die in Deutschland wesentlich vom BMBF angeschoben wurden und aber dann auch von Wissenschaftsorganisationen aufgenommen wurden. Ich habe Ihnen einige dieser Begriffe hier notiert. Im Zentrum stehen der offene Dialog, Wertschätzung, Transparenz, Fairness und informiertes Vertrauen sowie Kreativität. Kulturkomposita stellen ein besonders beliebtes semantisches Werkzeug dar, denn sie können auf gezielt unterdeterminierte Weise Widersprüchliches miteinander verbinden. Im HRK-Papier ist zum Beispiel von Kommunikationskultur und von Fehlerkultur die Rede. Und wie in vielen Programmtexten auch zum Diversity Management an Hochschulen ermöglichen es solche Kulturkomposita, Tradition und Innovation, Gewachsenes und Gewolltes unter einen Hut zu bringen. Kultur ist dann immer schon beides, Mittel und Zweck, Anlass und Ziel, Hammer und Amboss. Es wäre jetzt leicht, das Vokabular programmatischer Aufbruchstexte deutscher Hochschulen im Sinne Niels Brunsons als Talk abzutun, der Action aufschiebt oder sogar ersetzt. Das käme aber einer konzeptionellen Abwertung diskursiven Materials gleich, die ich als Literaturwissenschaftlerin nicht vertreten möchte. Ich verstehe damit meine Quellen, die ich später noch etwas genauer erläutern werde, nicht allein als ideologisches Verpackungs- und Trainingsmaterial, mit dem sich Universitäten für den viel geforderten Kulturwandel hübsch und fit machen. Ich versuche stattdessen, Kommunikation auf vielen Ebenen als Doing zu untersuchen, in einer Bandbreite von Semantik, institutioneller Struktur und alltäglichem Durchwurschteln. Diese Breite möchte ich auch mit dem Buch im Auge behalten. Ich habe es schon angekündigt, dass nächstes Jahr in einer Reihe des Wiener Passagen Verlags erscheinen soll. Obwohl für die Reihe programmatische Essays und keine umfänglichen Studien gefordert sind, möchte ich dennoch auf der Höhe des Forschungsstandes zu institutioneller Wissenschaftskommunikation argumentieren. Dieser ist nicht ganz leicht zu überschauen, aber ich hoffe, als kulturwissenschaftliche Wissenschaftsforscherin noch etwas beitragen zu können. Spricht man von der kommunizierenden Universität, sind verschiedene Bereiche, Typen und Begriffe von Kommunikation sowie unterschiedliche disziplinäre Traditionen ihrer Erforschung angesprochen. So ist ein weites Verständnis von Wissenschaftskommunikation zu differenzieren. Es geht um innere und äußere Kommunikation, also solche untergleichen und solche mit heterogenen Publika, um die Kommunikation von Hochschulen und noch enger gefasst von Universitäten, als institutionelle Kommunikation, die wiederum Aspekte von PR, Marketing oder auch Eventmanagement beinhaltet. PR und Marketing sind wiederum voneinander zu trennen. Dazu haben sich seit mehreren Jahren professionelle Standards für Wissenschafts-PR etabliert. In diesem wird zum Beispiel festgehalten, dass, ich zitiere, die inhaltliche Schwerpunktsetzung in der Kommunikation nicht durch kommerzielle Interessen oder durch institutionelle Wettbewerbs- bzw. Reputationsinteressen gesteuert werden darf. In vielen dieser Papiere können Sie solche und ähnliche Leitlinien nachlesen. Neben diesen Abgrenzungsschwierigkeiten ist es notwendig, Vorstellungen dessen, was man für Kommunikation hält, nicht nur implizit mitlaufen zu lassen.
forscht man zu Wissenschafts- und Hochschulkommunikation, überlagern sich verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel die empirischen oder eher psychologisch oder kognitionstheoretisch basierten Kommunikationswissenschaften, die Organisationssoziologie, die Soziolinguistik, und gerade in Deutschland hat sich eine nicht ganz übersichtliche Konstellation aus Wissenschaftsforschung, Hochschulforschung und Science and Technology Studies herausgebildet. Eine Grundfrage ist jetzt, wie man in diesem Forschungskontext universitäre Kommunikation bestimmt. Ich hatte früh beschlossen, nicht von präskriptiven Vorstellungen institutioneller Kommunikation, zum Beispiel als reguliert oder diszipliniert oder auch als partizipativ oder inklusiv auszugehen, sondern zunächst die Bandbreite von Kommunikation in Hochschulen in den Blick zu nehmen. Eine solche eher beschreibende und analytische Perspektive leitet zum Beispiel auch den Bericht, den Annette Less-Möllmann und einige KollegInnen 2017 auf der Grundlage einer Online-Befragung durchgeführt haben. Der ist hier nachzulesen. Und da finden sich aufschlussreiche Befunde, zum Beispiel zu Ausbildungs- und Karrierewegen, zu Definitionen und Abgrenzung und vor allem auch zum Selbstverständnis von AkteurInnen in der Hochschulkommunikation in Deutschland. Theoretische Bestätigung und Schützenhilfe habe ich in dem 2011 erschienenen Buch von Robert Seifert mit dem Titel Das Leben der Institution gefunden. Das ist vielleicht bei einigen bekannt, der ist in Kiel jetzt, glaube ich. Es bietet für mich einen hilfreich sortierenden Rückblick auf soziologische und philosophische Theorietraditionen, die in Institutionen entweder Entfremdung oder Befreiung, Belastung oder Entlastung gesehen haben. Seifert positioniert sich mit einer Perspektive, die nicht nur Zwang, Regulierung, Kontrolle, Disziplinierung oder Verzicht rekonstruiert, sondern auch Ausdehnung und Ermöglichung. Er begreift Institutionen als, Zitat, Medien des Übergangs und der Interaktion und operiert mit einem weiten Kommunikationsbegriff, der neben Sprache, Symbolen, Bildern auch Gerüche, Bewegungen, Haptik und noch weiteres umfasst. Auch sein Interesse an Materialitäten, an Temporalitäten und Affektivitäten finde ich hilfreich. Entschuldigung. Ebenso wie die Kategorien der Leitzeiten und Leiträume oder auch der Rhythmen, Frequenzen, Strömungsformen und Fließgeschwindigkeiten. Gerade die letztgenannten helfen mir weiter, weil ich immer auf der Suche nach analytischem Vokabular bin, das sich zwischen Soziologie und Literatur- und Kulturwissenschaften einsetzen lässt. In diesem Sinn lassen sich Seiferts Vorschläge sehr gut mit Carolyn Levines Studie Forms verbinden, dem interessanten Versuch einer Redefinition formalistischer Literaturwissenschaft, indem sie mit den Leitbegriffen des Rhythmus, der Hierarchie, des Netzwerks und des Ganzen auch Formen für soziale Energien aufzuspüren versucht. Das ist wirklich gut kombinierbar. Für den Vortrag heute greife ich zudem auf Überlegungen Thomas Luckmanns zurück, die Hubert Knoblauch 2021 weiterentwickelt hat. Knoblauch stellt Luckmanns kommunikativen Gattungen als sprachlich verfestigten Mustern kommunikative Formen an die Seite. Diese sind noch weniger geronnen, gestaltreicher und vielfältiger kombinierbar. Knoblauch reichert seinen Formbegriff mit Simmel und Luhmann an, um in der gegenwärtigen Kommunikationsgesellschaft nicht allein sprachlich Manifestiertes als kommunikatives Handeln beobachten zu können. Ihn interessieren, ich zitiere, verfestigte körperlich performative Abläufe, die auch technisch-materiale Konstellationen und räumliche Anordnungen umfassen. Und Luhmann folgend immer schon eine reflexive Dimension aufweisen. Das ist ein Formbegriff, der mir auch deswegen entgegenkommt, weil er die in der Kommunikationswissenschaft, insbesondere wenn sie psychologisch und kognitionstheoretisch grundiert ist, weil sie mich davor bewahrt, deren relativ instrumentalistischen Kommunikationsbegriff zu übernehmen. Da ist Kommunikation ganz häufig noch Transport und Lieferverkehr und Übermittlung von Inhalten im Sinne von Paketen. Und darum geht es mir gerade nicht. Die Universität kommuniziert nicht nur als Institution und Organisation, sondern auch in ihrer Innenwelt und mit Außenwelten. Und sie kommuniziert als Ganzes in einem emphatischen Sinne von
Universitas, aber gleichzeitig auf partikulare Weisen, in denen die Teile gerade nicht in einem Ganzen aufgehen. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten hart an der Steuerbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Universitäten gearbeitet wurde, haben wir es immer noch mit vergleichsweise lose gekoppelten Organisationen zu tun. Universitäre Kommunikation hat dann immer auch die Aufgabe, das Nicht-Organisierbare so zu organisieren, dass nach innen und außen holistische Effekte gemeinsamen und oder gezielten Handelns entstehen können. Und Effekte meine ich hier nicht nur als Simulation, also nicht als Täuschungen. Die Institution der Universität stellt dafür Kommunikationssituationen bereit, die bereits zur Gattung mit Knoblauch geronnen sind, wie zum Beispiel Dies Universitas oder Hochschuljubiläen, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Meine eigene Universität Duisburg-Essen hat vor kurzem ihren, ist noch ein Küken, 20-jährigen Geburtstag gefeiert und blickte dabei auf eine noch kurze Geschichte zurück. Die UDE, wie sie sich kurz nennt, entstand 2003 aus der Fusion einer Universität und einer Gesamthochschule und hat sich früh als eine Adresse für Bildungsgerechtigkeit und Bildungsaufstieg definiert. Gleichzeitig wird Wert darauf gelegt, Inklusions- und Diversifizierungsanstrengungen mit Exzellenz und internationaler Sichtbarkeit zu verbinden. Diese Vereinbarkeit galt es auch auf der Geburtstagsfeier zu betonen. Wie das geschah, war für mich allerdings überraschend. In zwei langen Videosequenzen zu Beginn sahen und hörten wir, wie in diesem Format üblich, Talking Heads, die in Form kurzer Testimonials die Erfolge der Universität bezeugten. Fast alle hier für das Ganze Sprechenden repräsentierten Führungsebenen und Einwerbungserfolge. Die Studierenden, denen sich diese Universität glaubhaft verpflichtet fühlt, blieben unsichtbar und unhörbar. In einer späteren Diskussionsrunde musste eine kopftuchtragende muslimische junge Frau die Aufgabe stemmen, für alle UDE-Studierenden zu sprechen und gleichzeitig ihre individuelle Erfolgsgeschichte zu verkörpern. Man nennt es dann wohl Token Person. Veranstaltungen wie das Duisburg-Essener Jubiläum bieten reichhaltiges Material für die Untersuchung kommunikativer Formen und Gattungen. Hier verbinden sich repräsentative Sprechakte und Auftritte zu performativen Abfolgen, die oft generalstabsmäßig, dramaturgisch und choreografisch vorbereitet sind. Aufgrund des Live-Charakters der Veranstaltung kann trotz der sorgfältigen Vorbereitung Unberechenbares aber nicht ausgeschlossen werden. Und Mündlichkeit und Schriftlichkeit gehen nicht nur dann ein komplexes Wechselspiel ein, wenn die Ministerin sich von ihrem Redemanuskript trennt. Ich glaube ja auch mal eine Bundesministerin, die das sehr gern gemacht hat. Beim UDE-Geburtstag war zu erfahren, wie anspruchsvoll es ist, die Innen- und Außenspannungen, Widersprüche und Zielkonflikte zu einem symbolisch und performativ überzeugenden Ganzen zu verbinden. Zumal dieses Ganze, das kennen Sie hier in Berlin, sich auch noch im Verbund der Universitätsallianz Ruhr, hier heißt das BA, zu bewähren hat. Die Gratulationspräsenz der Rektorate aus Dortmund und Bochum wurde deswegen auch aufmerksam beäugt auf dieser Feier. Traditionelle kommunikative Gattungen wie das Universitätsjubiläum verändern sich natürlich. Medientechnische Optionen ermöglichen es zum Beispiel, solche Testimonials einzuspielen und damit An- und Abwesende anders zu verbinden. Mit solchen Möglichkeiten verändern sich auch die performativen Routinen der Beschwörung des Ganzen einer Universität als imaginierte und aufgeführte Gemeinschaft. Als eine Form, die aber eher noch im Begriff ist, Gattung zu werden, erscheint mir der universitäre Imagefilm. Die Videos der Essener Geburtstagsfeier lassen sich als Variation dieser Form institutioneller Kommunikation betrachten, die man auch auf den Webseiten vieler Mitglieder, zum Beispiel der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, findet. Hier werden zum Beispiel so gescribbelte Erklärfilme zu Leibniz und Helmholtz-Gemeinschaft, zu Max-Planck-Gesellschaft genutzt, um einem jüngeren Publikum zu vermitteln, wofür diese Organisationen stehen. Ich habe in zwei Blogbeiträgen mal versucht, das zu analysieren. Die DFG nutzt Erklärvideos auch zur Erläuterung von Förderinstrumenten oder der Exzellenzinitiative oder zur Präsentation von Preisträgern.
Im kommunikativen Maschinenraum der DFG hat es eine Weile gedauert, bis man die Agentur gefunden hat, die zum Stil des Hauses passte. Und wenn man den Wissenschaftsrat anschaut, die vermutlich konservativste Einrichtung auf dieser Ebene, dann scheint es bisher noch nicht erlaubt zu sein, mit solchen Erklärvideos und Imagefilmen zu arbeiten. Hier hat man sich in der Pandemie nur an gefilmten Gesprächen zwischen Mitarbeitenden versucht, die man jetzt noch abrufen kann. Für die Herausbildung und Verfestigung kommunikativer Formen spielt es eine Rolle, wie sich in Prozessen gegenseitiger Beobachtung Standards herausbilden. Hier gilt es zurückzuverfolgen, wo sich Formen etabliert und weiterentwickelt haben. Und dazu eignen sich auch kommunikative Betriebsunfälle, wie der längst von der Seite entfernte Hanna-Film des BMBF. Ich denke, wir kennen ihn alle noch. Man kann ihn ja auf Umwegen auch noch anschauen. Auch dieser Film fällt in die Kategorie der Imagefilme, die mit ihrer Cartoon-Ästhetik eine junge Zielgruppe erreichen sollen, welche im Fall des Ministeriumsfilms mehrfach polemisch initiiert wurde. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, das können wir uns vielleicht später anschauen. Es gibt mindestens zwei dieser Gegenfilme, die aber die Ästhetik des Originals kapern. Die Formsprache solcher Filme ist in mehrfacher Hinsicht voraussetzungsreich und ihre Produktion mit Ressourcen und Expertisen verbunden, für die viele Wissenschaftseinrichtungen Agenturen beauftragen. Das kann man gar nicht unbedingt in-house machen, das ist nämlich ziemlich teuer. Nicht alle Universitäten und universitären Einrichtungen können sich solche Investitionen leisten und deswegen halte ich es auch für ein Problem, dass immer mehr Fördereinrichtungen solche Filme zur Bewerbung verlangen, denn nicht alle können das bezahlen. Entlastung bei diesen Fragen verschafft ein Wettbewerb des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft und der Klaus-Tschirra-Stiftung, bei dem die Anforderungen an den zu produzierenden Film so klar bestimmt sind, dass sich die bewerbenden Universitäten das geforderte Format leichter erarbeiten können. Für den seit 2017 ausgerichteten Wettbewerb Eine Uni, ein Buch, vielleicht haben Sie von dem schon gehört, versammeln sich Hochschulen für ein Semester um eine Lektüre, das die möglichst viele ihrer Mitglieder zusammenzuführen vermag. Der Wettbewerb prämiert pro Jahrgang 10 Vorschläge, mit denen Hochschulen eine Preissumme von jeweils 10.000 Euro gewinnen können. Die dreiminütigen Bewerbungsvideos der bislang 60 Ausgezeichneten sind online abrufbar. Sie lassen viele Fragen offen. Welches Video wurde von einer Agentur geliefert? Wo war die Kommunikationsabteilung zuständig? Wo haben wir es mit Eigenproduktionen, zum Beispiel der Studierenden, zu tun, die dem Film vielleicht ihren Stempel aufdrücken durften oder sollten? Gleichwohl liefern die Bewerbungsfilme Aufschluss über einige aktuelle Konjunkturen universitärer Kommunikation, denn die Aufforderung zum gemeinsamen Lesen lieferte den Bewerberhochschulen die Gelegenheit, eine Bild- und Formsprache für das Ganze der Organisation zu finden. In der Disziplin der institutionellen Selbstbeschreibung und Behauptung wurde in den letzten Jahren in Deutschland hart trainiert. Nicht wenige der Videos greifen auf ihre strategischen Narrative, auf die generischen Formulierungen von Leitbildern und Mission Statements zurück. Die meisten prämierten Hochschulen des Wettbewerbs nutzen das ausgewählte Buch also für Zwecke der Organisationsentwicklung. Interessant ist, dass Hartmut Rosas Bücher, und es ist nicht überraschend, zu den am liebsten ausgewählten Büchern in diesem Film gehören. Im kurzen Videoformat stellen sich noch einmal jene Fragen, um die es auch in den Exzellenzwettbewerben geht. Wie werden Hochschulen als kollektive Akteure handlungsfähiger und hilft es ihnen, sich Strategien aus der Unternehmenswelt anzueignen? Liest eine Uni besonders dann anregend gemeinsam ein Buch, wenn sie schon eine Corporate Identity herausgebildet hat? Die in den Videos zur Bewältigung der Aufgabe einer Verbindung von Individuen und Kollektiv eingesetzten Stilmittel ähneln sich. Das Leitmotiv der Organisationsentwicklung durch gemeinsame Lektüre scheint Unity in Diversity zu sein. Fast allen Filmen gelingt es, AkteurInnen aus verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Positionen und kulturellen Hintergründen so zu versammeln, dass der Eindruck eines möglichst vielstimmigen Ganzen entsteht, indem man an einer gemeinsamen Sache arbeitet. Gleichstellungsstandards haben sich längst so durchgesetzt, dass viele Filme mit jungen Frauen einsetzen und sie auch kommentierend eine Rolle spielen lassen.
Wo immer die Hochschulleitung ins Bild kommt, werden möglichst viele weibliche Führungskräfte mobilisiert, wenn man sie denn hat. Studierende spielen in den meisten Fällen eine sichtbare und hörbare Rolle und strahlen Mitgestaltungsmacht aus. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass es weniger um die Integration spezifischer Lesehaltung und Erfahrung geht, als um die Demonstration sozialer Diversität mithilfe eines thematisch passförmigen Textes. Was sich in den Videos also zeigt, sind institutionelle Stile der Repräsentativität. Hier wird performiert, wie man sich an der jeweiligen Hochschule vorstellt, ein Ganzes zu formen, in dem sich möglichst viele berücksichtigt, vertreten und anerkannt fühlen. Ob dieses Ganze im jeweiligen Fall bereits existiert oder ob es noch entstehen muss oder soll, ist aus dem Film nicht abzuleiten. Aufschlussreich sind Umgänge mit Hierarchien und Statusunterschieden. In den meisten Fällen wurde nicht darauf verzichtet, die auftretenden Talking Heads durch Angabe ihrer Position zu identifizieren. Eine Bewerberhochschule bestätigt indessen die im Wettbewerbsmaterial erkennbaren Tendenzen nicht. Die FU Berlin schlug 2019 für die vergemeinschaftende Lektüre Freiherr von Knigges vom Umgang mit den Menschen vor und wählte in ihrem Video eine vom Gesamtkorpus deutlich abweichende, ironische Option. Und ganz viele meiner Kollegen sagen ja, Ironie ist heute gefährlich geworden, das macht man gar nicht mehr. Ich bin da ja nicht so sicher. Die für die FU auftretenden Personen sind nicht namentlich und funktional identifiziert. Wenn man sie also nicht kennt, weiß man nicht, wer hier spricht. Die wiederkehrende Figur eines mittelalten Mannes agiert dezidiert unbeholfen und verlegen und unterminiert den Habitus männlichen Expertentums, während mehrere Frauen sich durch gewandte Eloquenz auszeichnen. Diese Inszenierung der Universität liefert somit einen indirekten und reflexiven Kommentar zum Thema ihres ausgewählten Buches, in dem die Macht von Formen zur Bewältigung sozialer Interaktion im Mittelpunkt steht. Auch das können Sie sich anschauen. Es gibt auch noch einen über eine Stunde langen Kniggefilm der FU, den ich wirklich sehenswert finde im Vergleich zu dem, was sonst eingereicht wurde. Von Mission Statements und Leitbildern als kommunikative Gattung der Universität war bereits die Rede und auch davon, wie sich diese aufgreifen, nutzen lassen. In diesen Programmschriften erarbeiten sich Hochschulen eine Selbstbeschreibung mithilfe von Werten und Zielen, die nach innen und außen wirken soll. Viele von uns winken diese Texte vermutlich eher durch, weil sie von normativen Schlüsselbegriffen bestimmt werden, die aufgrund ihrer aktuellen Anschließbarkeit im Verdacht von Plastikworten stehen. Ohne Transparenz und Resilienz, Partizipation und Inklusion, Wertschätzung, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit geht es gerade nicht. Daran kann man Anstoß nehmen, aber die Funktionalität von Leitbildern leitet sich ja gerade aus der Formulierung von vermuteten Minimalkonsensen über medial geteilte Schlüsselworte ab. Sikat Neckel und sein Team im Berliner Cluster haben jüngst eine Reihe von für mich ganz aufschlussreichen Studien zur Herkunft und Aneignung von Begriffen wie Mindfulness und Awareness vorgelegt, und zwar auch im akademischen Kontext. Mich interessiert im Zusammenhang meines Buchprojektes weniger eine Ideologiekritik gegenwärtiger Plastikworte als ihr Gebrauch in der Universität. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, feinere Unterschiede nicht zu übersehen. Für einen Aufsatz über universitäres Diversity Management ist mir aufgefallen, dass die Leitbilder zu diesem Thema auf interessante Weise variieren. Zum Beispiel in den Abstufungen einer Herstellung von Verbindlichkeit und Rechenschaft. Das englische Wort Accountability ist hier in den deutschen Diskurs noch nicht so richtig eingewandert und ruft auch allergische Reaktionen bei vielen meiner deutschen KollegInnen hervor. Weil bei Accountability geht es dann wirklich um etwas Hartes und nicht mehr nur um weiche Worte. So nähern sich auch die Universitäten unterscheiden sich in diesen Texten auch in der Wahl von Begründungs- und Legitimationszusammenhängen. So nähern sich die beiden Münchner Universitäten den Themen Gleichstellung und Diversifizierung gleich zu Beginn mit Verweisen auf die Richtlinien wichtiger und lukrativer
Fördergeber denen zu entsprechen sei, um wettbewerbsfähig zu bleiben. An meiner Universität wird dagegen die Begründungspflicht nicht externalisiert. Hier bildet die frühe Selbstverpflichtung auf Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit einen Legitimationszusammenhang, der gut mit der Geschichte dieser Universität zu verbinden ist. Zudem gilt es, universitäre Mission Statements und Leitbilder nicht allein als fixierte schriftliche Endprodukte zu betrachten. Viele Hochschulen nutzen den sogenannten Leitbildprozess. Haben Sie hier sowas auch schon durchmachen dürfen? Herr Reckwitz hat mir gesagt, dass die HU auf angenehme Weise sich noch nicht neoliberalisiert hat in manchen dieser Belange. Aber ich habe schon mehrere Leitbildprozesse durchmachen dürfen. Und ein solcher Prozess wird in der Regel gestartet, um die angestrebten Werte und Ziele nicht nur top-down, wie es dann heißt, zu implementieren, sondern bottom-up zu erarbeiten. Alle von uns, die schon an solchen Prozessen beteiligt waren, kennen die zum Teil sehr langen partizipativen Leidenswege auf dem Weg zu einem Produkt, mit dem sich viele unterschiedliche Mitglieder einer Hochschule identifizieren sollen. Idealerweise werden diese Texte nicht nur abgenickt und möglichst schnell vergessen, sondern führen auf dem Weg zu einer reformierten Außendarstellung zu einer internen Diskussion darüber, welchen Werten und Zielen man sich als Institution und Organisation verpflichtet fühlt. Wählt man eine explorative und nicht nur entlarvende Perspektive auf universitäre Kommunikation, sollte diese Prozessdimension der partikularisierten mündlichen Verständigung nicht ausgeschlossen werden. Allerdings stellt es für mich als textwissenschaftlich sozialisierte Forschende eine ziemliche Herausforderung dar, solche Dimensionen des kommunikativen Geschehens zu berücksichtigen, denn dann geht es ja nicht mehr nur um Dokumentenanalyse, sondern um anders fixierte Prozeduren, Routinen, Praktiken, Ways of doing things, die ethnomethodologisch und empirisch erschlossen werden müssen. Und so wurde ich halt nicht trainiert. Ich versuche gerade, mir das anzueignen, aber das ist natürlich ein Aufwand. Ich habe jetzt bisher über kommunikative Formen und Gattungen der Universität gesprochen, deren Routinisierung und Verfestigung die Analyse für mich erleichtern. Gleichzeitig möchte ich aber ja, wie eingangs durch den Rekurs auf Seiferts Buch erläutert, solche Prozesse der Stabilisierung nicht als Vorverständnis von Institutionalität präjudizieren. Als letztes Beispiel dient mir daher ein wissenschaftskommunikatives Ereignis, das sich mit Luckmann als Gattungsaggregation bezeichnen lässt, in dem sich verschiedene Formen und Gattungen in unterschiedlichen Verfestigungsstufen und Kombinationen ausmachen lassen. Es geht um die Falling Walls-Konferenz, die seit 2009 jedes Jahr um den 9. November hier in Berlin veranstaltet wird. Hat jemand von Ihnen dieses Ereignis schon mal aufgesucht, sich genau angeschaut? Okay, das ist gut. In der Selbstbeschreibung der Veranstaltung tauchen die Leitmotive, ich habe sie Ihnen hier gelb markiert, einer normativ definierten Wissenschaftskommunikation auf, in der sich Information und Engagement möglichst dialogisch und inklusiv verbinden sollen. We create initiatives, innovative real-world spaces and novel digital platforms for future-paving scientific ideas worldwide by utilizing a carefully curated blend of sharing information and experiences. We inspire by tapping into the wonder and awe inherent in science and by building bridges between those who dedicate their lives to world-changing tasks. We facilitate discourse and cooperation among the global avant-garde of researchers, decision makers, thinkers, artists, and emerging talents. We believe in the value of dialogue beyond borders, building alliances for a more open, peaceful, and a sustainable world to live in. Therefore, we enable scientists to share their knowledge with an audience as wide as possible, generating socially and geographically inclusive thinking and impact. Dichter kann man die Reiz- und Schlüsselworte nicht verbinden. Falling Walls wird von einer gemeinnützigen Stiftung getragen und organisiert, deren Gründer im Jahr 2016 auch die Berlin Science Week hinzufügten, um möglichst viele populäre Formate unter einer Dachmarke bündeln zu können.
Mit dieser Ausweitung wurde ein Festival geschaffen, das zur Bewerbung der Berliner Forschungslandschaft genutzt wird. Mit der Berlin Science Week transformiert sich die Falling Walls Konferenz in ein Ereignisformat, wie es sich in den Bereichen Musik, Film und Literatur längst ausdifferenziert hat. Wissenschaftsfestivals entwerfen spezifisch verfasste Kommunikationssituationen, mit denen soziale Interaktion initiiert und präfiguriert wird. Am Beispiel von Falling Walls lässt sich erkennen, wie einerseits Rahmungen und Skripte für Markenbildung und Wiedererkennungseffekte sorgen. Ich könnte Ihnen jetzt ein Video zeigen, wo das sehr schön deutlich wird, dass Branding im Zeichen der Farbe Rot soll Identität und Kommunikation, Identifikation und Kontinuität stiften. Angesagte Berliner Locations erlauben es, Stadtmarketing und Faszinationsmanagement im Namen großer gesellschaftlicher Herausforderungen zu verbinden. Eine zentrale Rolle spielen bei Falling Walls die Präsentationstechniken des Pitching und des Casting. Diese stark choreografierten Inszenierungsformen präsentieren Wissenschaft als spannungsvollen Wettbewerb vor einem möglichst großen Publikum und setzen dabei auf vertraute Elemente einer spektakularisierten Unterhaltung, wie zum Beispiel dem großen Finale oder der emotionalen Dankesrede. Gleichzeitig eröffnet die Berlin Science Week auch offenere Diskursräume, deren Interaktionsgebote weniger reguliert sind. So erlaubt zum Beispiel die Struktur von Falling Walls runde Tische und Workshops, in denen für Akteure aus aller Welt Gelegenheiten geschaffen werden, um Diskussionen zu vertiefen und Kontakte zu knüpfen. Insgesamt hat die Diversität der Teilnehmenden über die letzten Jahre hinweg deutlich zugenommen, sodass die Hoffnung besteht, dass mit diesem Angebot zur Wissenschaftsvermittlung nicht allein Gästen aus privilegierten Kontexten Teilhabe ermöglicht wird. Gleichwohl bleibt zu fragen, welche Anforderungen die Dramaturgie an die Teilnehmenden stellt. Wer fühlt sich gerüstet für den performativ zugespitzten Auftritt auf großer Bühne? Wer verfügt über die rhetorische Routine und Selbstdarstellungskunst, die Pitchings und Castings oder auch Science Slams erfordern? Und deswegen wird für solche Ereignisse in der Regel trainiert und es wird Geld eingesetzt, um Leute für diesen Auftritt zu trainieren. Zwei meiner Doktoranden haben in Darmstadt mal bei einem Science Slam teilnehmen wollen und sollen und wurden dann tatsächlich im Ministerium geschult. Und diese Vorbereitung umfasste Hinweise wie, also zeigt auf jeden Fall Bilder von Babys und von ganz jungen Tieren. Ja, also hier hat sich längst eine standardisierte Professionalisierungsindustrie für solche Ereignisse entwickelt. Das Beispiel von Falling Walls zeigt, wie regelmäßig aufgeführte Wissenschaftskommunikationsevents bei steigendem Personalaufwand nicht nur planbar und kontrollierbar, sondern auch wiedererkennbar, reproduzierbar und skalierbar werden. Das ist ja so die klassische Startup-Frage, how do you scale? Dieses Vorgehen ermöglicht längerfristige ökonomische Partnerschaften, ebenso wie die Herstellung eines rituellen Appeals, der einer expandierenden Global Community Gemeinschaftserfahrungen verschafft. Die Falling Walls Konferenz bedient sich zudem eines liminalen Leitmotivs, mit dem das zeitgeschichtliche Ereignis des Berliner Mauerfalls an die traditionelle Durchbruchssemantik vieler Selbstbeschreibungen von Wissenschaft angeschlossen werden kann. Mit diesem heroischen Repertoire wird seit langem proklamiert, dass Forschung Grenzen zu überwinden vermag, um unbekannte Territorien zu erschließen und Horizonte zu eröffnen. Mit der Falling Walls Konferenz werden also der Mauerfall und die Durchbruchsmetaphorik wissenschaftlichen Entdeckungsdrang als strukturverwandte Motive positiv konnotierter Transgression kombiniert. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer wirkmächtigen Narrativisierung. Man gewinnt eine kontinuierlich ausbaufähige und skalierbare Inszenierung und eine zeitgeschichtlich nobilitierte Story, die jedes Jahr in den Standort Berlin investiert und für diesen aktiviert werden kann. Die Berlin Science Week wirft weitere Fragen danach auf, wie sich Universitäten an unübersichtlich aggregierten Kommunikationsanlässen beteiligen, die sie nicht unabhängig steuern, die aber Aufmerksamkeitsgewinne, Vernetzungspotenziale und die vielgesuchte Öffnung in die Gesellschaft versprechen.
Hier ist somit auch zu beobachten, wie sich die Berlin University Alliance kommunikativ organisiert und wie sie sich in ein Festival einbringt, das AkteurInnen und Agenturen mischt und rekonfiguriert. Man könnte zum Beispiel fragen, wie präsentiert sich hier Open Humboldt? Kennen Sie das? Okay. Die Initiative allein der HU, der es ebenfalls darum geht, Wissenschaft und Gesellschaft auf möglichst symmetrische Weise ins Gespräch zu bringen. Wie werden die exponierten Orte der Berliner Wissenschaftskommunikationslandschaft bewirtschaftet? Futurium, Humboldt-Forum, Naturkundemuseum, an denen nicht nur Ideen zirkulieren sollen, sondern sich auch Geltungsansprüche, Deutungshoheiten und Institutionsstile unter Bedingungen umkämpfter Ressourcen reiben. Auch, und das ist der letzte Aspekt, mit Blick auf Personal und Finanzen bietet die Berlin Science Week ein gutes Beispiel, um diesen Fragen nachzugehen. Sebastian Turner gilt gemeinsam mit dem früheren Helmholtz-Präsidenten Jürgen Lüneck als Gründer von Falling Walls und Spiritus Rector der Berlin Science Week. Mittlerweile hat er sein Portfolio Table Media hinzugefügt, ein digitales Angebot im Bereich des Wissenschaftsjournalismus. Für das Personal aus der Allianzinitiative Wissenschaft im Dialog des Bundes und auch der Kommunikatorpreisjury der DFG rekrutiert wurde. Hier entsteht also ein Konglomerat, das Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsunterhaltung jenseits von Universitäten effizient verflechtet und sich daher gut für eine Fallstudie ereignet, mit der man die institutionellen, ökonomischen, affektiven und sozialen Dimensionen von Wissenschaftskommunikation zusammenführen müsste. Nicht nur Veranstaltungen wie die Berlin Science Week treiben grundlegende Fragen nach kommunikativer Offenheit und Geschlossenheit um. Im eingangs erwähnten Papier der Hochschulrektorenkonferenz ist zum Beispiel die Rede davon, dass bei aller Selbstverpflichtung zum offenen gesellschaftlichen Dialog die offene interne Kommunikation auch, ich zitiere, geschützte Räume braucht. Gerade in Positionspapieren werden Prozesse von Öffnung und Schließung mithilfe impliziter normativer Kurzschlüsse oft allzu leicht mit Dynamiken von Inklusion und Exklusion verbunden und aufgeladene Kommunikationsvorstellungen ins Feld geführt, um gesellschaftliche Missstände zu heilen. Auf diese Weise ist Wissenschaftskommunikation in den letzten 10 Jahren zu einer allseits beschworenen Wunderwaffe geworden, deren Effekte sich bisher empirisch nur sehr punktuell überprüfen oder gar messen lassen. Das ist aber, ich sage jetzt mal, der feuchte Traum vieler Akteure hier, wirklich messen zu können, welche Effekte denn nun die besten sind. Für mein Vorhaben steht konzeptionell im Zentrum zwischen präskriptiven und deskriptiven Materialien Anforderungen und Argumentationsebenen zu unterscheiden. Robert Seiferts theoretischer Einsatz für die Fluidität von Institutionen ist daher nicht gleichzusetzen mit den Bekenntnissen zu einer partizipativen, inklusiven und möglichst symmetrischen Wissenschaftskommunikation auf Augenhöhe, wie es dann immer heißt. Mittlerweile liest man zwar auch bei PraktikerInnen häufiger von der Notwendigkeit, nicht nur über beeindruckende Produkte, sondern auch über die möglicherweise befremdlichen Prozesse der Wissenschaft zu kommunizieren. Damit ist aber noch nicht für die systematische Trennung zwischen beschreibender Konzeptsprache und untersuchtem Material gesorgt, die mir für das Buch wichtig ist. Zu dieser Anforderung möchte ich jetzt noch ein paar kurze Vorschläge machen, die allerdings alle noch Work in Progress sind. Ich finde es selbst nicht immer einfach, zwischen deskriptiven und präskriptiven Perspektiven zu unterscheiden. Mit Blick auf Formate wie Falling Walls neige ich selbst dazu, solche stark geskripteten Kommunikationssituationen zu früh als Simulationen der mit ihnen programmierten Ideale zu verdächtigen. Hubert Knoblauchs Abschichtung kommunikativer Formen und Gattungen kann dabei helfen, solche Urteile nicht zu früh zu fällen. Eine weitere Unterscheidung habe ich in einem Aufsatz mithilfe kulturwissenschaftlich eingeführter Kategorien erprobt, indem ich Mary Louise Pratts Konzept der Contact Zone um die Variation der Contact Scene ergänzt habe. Kontaktzonen ermöglichen soziale Interaktion von Ereignissen und Begegnungen, welche die Kontaktbereiche wiederum verändern können
Und zwar auch durch Konflikte, die sich nicht in jedem Fall als Kulturwandel domestizieren lassen. Wenn sich Wissenschaftskommunikationsereignisse verstetigen, lässt sich nicht nur von Kontaktzonen, sondern auch von Kontaktszenen sprechen. Wissenschaftskommunikation findet dann an herausgehobenen Orten wiederholt und wiedererkennbar statt. Sie wird strategisch geplant und choreografiert, so zur Aufführung gebracht, dass sich performative Routinen und narrative Skripte herausbilden können. Mit dem Begriff der Kontaktszene wird somit die räumliche Vorstellung der Kontaktzone um eine zeitliche Dimension ergänzt. In einer Szene kann sich zum Beispiel Spannung durch die Temporalstruktur im Sinne eines Timing aufbauen. Die populäre und schon erforschte Gattung des TED-Talks illustriert, wie effektiv sich standardisierte Formate auch in der Wissenschaft durchsetzen können, die in Sachen Sprachmelodie, Körpersprache, Styling und Atmosphäre fast nichts mehr dem Zufall überlassen. Wir sprechen also, wie auch Seifert mit seinen institutionellen Leitzeiten und Leiträumen, über raumzeitliche kommunikative Anordnungen, die unterschiedliche Kombinationen und Sequenzierungen erlauben und unterschiedliche Formen und Gattungsaggregationen hervorbringen. Die Universität kann in diesen aufgehen. Sie kann sie aber auch initiieren, kopieren, rekonfigurieren und aneignen. Die so entstehenden Kontaktzonen und Kontaktszenen unterscheiden sich in ihren Affordanzen. Erkennbar wird dies an Affektschwellen, das ist auch ein Terminus Seiferts, an denen der Umgang mit Ereignissen und Akteuren verarbeitet wird, die eingespielte Relationierungen von innen und außen stören. Universitäre Kommunikation ist somit durchzogen von Boundary Work, mit einem Begriff aus einem neueren Buch Thomas Gehrens, von dem der Begriff ja stammt, unterhalten Universitäten zwar Truth Spots zur Herstellung und Verbürgung wissenschaftlicher Wahrheit, aber als Ganzes stellen sie keine solchen Orte dar. Sie präsentieren sich gegenwärtig eher mit einem früheren Slogan der Volkswagen Stiftung gesprochen als offen für Außergewöhnliches. Klopft dieses aber an die Tür, kann sich in der Institution nicht nur Applaus regen. Zudem meldet sich Außergewöhnliches auch in der Form von Dritten, die die Grenz- und Identitätsarbeit der Universität weniger bereichern als stören. Maya Horst und Mike Michael haben mit Isabelle Stengers Denkfigur des Idioten das wissenschaftsinterne Motiv der Serendipity in die Sozialdimension der Wissenschaftskommunikation übertragen, sodass sich zeigt, was Helen Wilson als the paradox of organized encounter beschrieben hat. Der Idiot, nach Stengers, möchte nicht aufgenommen und abgeholt, begeistert und motiviert werden, sondern lungert herum und schneit vorbei, äußert Desinteresse oder Unlust, er kitzelt die Schwelle. Er entzieht sich den didaktischen Absichten instrumenteller Wissenschaftskommunikation und repräsentiert damit jene Mitglieder des Publikums, an denen sich viele partizipativ angelegte Projekte abarbeiten, um dann häufig doch nur jene zu erreichen, die ohnehin schon eine Affinität zur Wissenschaft mitbringen. Preaching to the converted. Mit dem Dritten als Idioten lässt sich, so sprechen die beiden, on the shoulders of idiots, not of giants, das heroische Repertoire institutionalisierter Wissenschaftskommunikation durchkreuzen. Gleichzeitig bevölkern Figuren des Dritten die Kontaktzonen der Wissenschaft, der Universität, die sich als populistische und aktivistische HeldInnen inszenieren. Man könnte hier jetzt in die Tiefe gehen und über Frau Gero sprechen oder auch über andere Beispiele. Von diesen ist zu lernen, wenn Kontaktszenen nicht hygienisch eingerichtet werden. Die Universität braucht kommunikative Anordnungen, in denen sich die Unübersichtlichkeit und Unsicherheit von Wissenschaft zeigen kann und das nicht nur in einem eng gesteckten Rahmen von Krisenkommunikation und Kommunikationskrisen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Brehm, für diesen sehr erhellenden Vortrag. Ja, ich eröffne die Diskussion, bitte. Ich kann auch selbst einfach beginnen. Sehr gerne, Herr Reckwitz. War da gerade. Ich mache erst die Frage und dann bitte. Ja, das, was Sie dargestellt haben, das ist ja auch etwas, also wenn man sich an der Universität bewegt und auch schon etwas länger bewegt, das gilt ja auch für mich, dann hat man ja auch schon, weil es ja sehr stark in Ihrem Vortrag auch um die Leitbilder ging, also um diese Struktur der Leitbilder der Universität und ihrer institutionellen Kommunikation. Diese Leitbilder, die gab es ja nicht immer. Die haben sich ja irgendwann mal entwickelt, also ich nehme das so wahr, seit den 1990er Jahren eigentlich, also auch mit der Neoliberalisierung von Hochschulen, sagen wir, das ist ja selber auch nochmal ein sehr mittlerweile sehr pauschal verwendeter Begriff, aber jedenfalls seitdem gibt es das und ja auch international. Und ich frage mich aber auch, gibt es schon eine Geschichte der Leitbilder? Also gibt es da auch einen kulturellen Wandel? Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen können. Also gibt es auch schon mittlerweile einen Wandel von Hegemonien von Leitbildern? Also ich erinnere mich, am Anfang waren es sehr stark Leitbilder wie Flexibilität. Innovativität. Also gerade das Flexible, die Wettbewerbsfähigkeit wurde sehr betont. Mittlerweile scheinen ja eher auch Semantiken der Diversität eine Rolle zu spielen. Das wäre vielleicht auch interessant zu schauen, also gibt es da schon eine Abfolge oder gibt es auch verschiedene semantische Felder, die sich gewissermaßen miteinander kombinieren, die aber gar nicht in die gleiche Richtung gehen? Das wäre auch nochmal die Frage, ob Sie dazu vielleicht etwas sagen können. Sehr gerne. Und es scheint ja auch so zu sein, also ich meine, mit den Leitbildern ist es ja so eine Sache. Also einerseits scheint es eine Ähnlichkeit der Leitbilder zu geben und dann aber auch, ja, auch Versuche der Differenzmarkierung der Universitäten. Das scheint ja immer so an, einerseits geht es immer in eine gleich ähnliche Richtung. Insofern kann man sagen, da gibt es vielleicht auch sowas wie hegemoniale Leitbilder. Aber die Universitäten versuchen ja auch in Institutionen immer eine Differenz zu markieren. Und in welche Richtung kann das gehen? Das fand ich also sehr interessant, als wir dann zum Beispiel auch dieses Beispiel, offenbar kleine Films der Freien Universität zu den Büchern, wo ja so auch immer so eine Art selbstironischer Schlenker eingebaut wurde. Das ist ja offenbar der Versuch auch, sich oder auch auf diese Art und Weise abzuheben oder die Eigensinnigkeit zu betonen. Ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, vielleicht können Sie darauf. Ja, sehr gern. Angehen. Viele wichtige Fragen. Also grundsätzlich würde ich sagen, oder ich muss vorausschicken, ich habe jetzt nur über die deutsche Szene gesprochen. Mehr traue ich mir auch nicht zu, weil sonst müsste man in eine vergleichende Hochschul- und Universitätsforschung gehen. Ich arbeite mit David Kaldewey zusammen in unserem VW-Zentrum. Und das ist extrem aufwendig, das überhaupt hinzukriegen. Ja, also da hat man ganz andere Materialmassen und braucht ein viel größeres Team, um das zu stemmen. Also bleiben wir bei Deutschland. Deutschland, würde ich sagen, hat, und das will ich gar nicht werten, im Vergleich mit der angloamerikanisch hochgerüsteten Welt Nachholbedarf. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ja, es gibt da so eine Phasenverschiebung. Vieles hat bei uns erst später begonnen. Warum kann man sich, glaube ich, relativ leicht erschließen. Und ich würde sagen, grundsätzlich gibt es so eine Spiel- und Standbein-Situation. Also es gibt bestimmte sich verhärtende Standardisierungen und Anforderungen, die muss man erfüllen. Zum Beispiel, wenn man beim ERC richtig was einfahren will, dann muss man diese sehr verbindlich gemachten europäischen Anforderungen, was Gleichstellung, Diversität anbetrifft und das unglaublich angewachsene bürokratische Framework einfach akzeptieren. Ja, deswegen interessant, die Münchner wollen natürlich hier ordentlich einwerben und sind deswegen auf den Weg verfallen, naja, wir haben uns das ja nicht ausgedacht, aber wenn man an die Kohle ran will, dann muss man das halt jetzt so machen, in Klammern, liebe störrische konservative Geisteswissenschaftler intern, geht nicht anders. Ja. Dann gibt es aber, das ist eher die Spielbeinseite, Möglichkeiten der gezielten Abweichung. Und da muss man sich, glaube ich, als Hochschulleitung, denn die sind damit befasst, überlegen, wo können wir es uns leisten, wo können wir punkten damit, die Abweichung zu machen. Und an der FU
ist das an diesem Punkt passiert. Ich glaube, Anita Traninger war mit federführend für diesen wirklich sehr schönen Film. Aber das ist natürlich kein wichtiger Wettbewerb. Ja, das ist ein kleines Spiel. Da geht es um 10.000 Euro. Das kann man mal anders machen. Die FU würde natürlich niemals in anderen Dimensionen die Abweichung riskieren. Insofern gibt es da längst schon eine Hierarchie unterschiedlich eingehärteter Standardisierung. Ja, und daran orientiert sich dann interessanterweise auch die Möglichkeit und der Anspruch, Rechenschaft einzufordern und auch Sanktionen einzufordern. Das ist im Moment ein unglaublich interessanter Punkt. Also man kann ja sagen, okay, wir machen kein Leitbild, wir brauchen das nicht, wir sind so stark, dass wir diesen ganzen Kram nicht mitmachen. Aber wann kommt man an einen Punkt, wo man dafür in Anführungszeichen sanktioniert wird? Und zwar sowohl symbolisch, zum Beispiel, wenn die Exzellenzstrategie-Gutachtenden nach Deutschland kommen und sich, ich sag jetzt mal, bei manchen Bereichen der deutschen Hochschulmedizin schon die Äuglein räumen und fragen, auf welchem Kartoffelacker sind wir denn hier gelandet? Ja? Das ist ein Problem für große, erfolgreiche deutsche Hochschulen. Auch die individuelle Sanktionierbarkeit ist ein heißes Thema. Das war auch bei der DFG immer wieder so als Phantom durch die Gänge wabert. Die DFG hat in vielen ihrer Antragsformulare Nudging praktiziert. Das ist ja dann immer das Mittel der Wahl. Da wird angeregt, Bewusstseinsprozesse anzustoßen, Sensibilisierung herbeizuführen, indem man informiert darüber, dass diverse Forschungsteams bessere Resultate erzeugen als nicht diverse, dass Perspektivenvielfalt und so weiter. Und man muss jetzt mittlerweile bei vielen Anträgen zumindest begründen, warum zum Beispiel die Diversitätsperspektive oder auch eine nachhaltige Perspektive oder einen Blick auf Nachhaltigkeit keine Rolle spielen. Man kann es nicht mehr nicht thematisieren. Man kann mit zwei Sätzen sagen, für mein astrophysik-theoretisches Thema ist das irrelevant und dann ist gut. Aber selbst da hat es unglaubliche Diskussionen gegeben, weil natürlich irgendwann die Frage ist, wer wird wann, unter welchen Bedingungen und wie dafür bestraft, wenn er oder sie sich diesem Kulturwandel entzieht. Ja, und das ist im Moment in Deutschland sehr im Fluss und deswegen finde ich sehr interessant zu beobachten. Bitte. Bei dieser Kommunikation und Identifikation nach außen von diesen Universitäten müssen die noch also ganz stark diese Leitbilder von den etablierten Parteien, weil das sind ja zumeist staatliche Einheiten, die Gelder, Fördergelder vergeben, praktisch transportieren oder vermitteln und so weiter. Wie kann man sich das, wie schaut das aus? Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Fragen Sie, ob durch die Tatsache, dass deutsche Universitäten staatlich aus Steuergeldern finanziert sind, ja, und auch die DFG vergibt ja diese Mittel, ja, ob sich deswegen Parteiinteressen direkt also niederschlagen? Ja, also von den Etappen, dass man eben so diese Ideen das Leitbild von diesen etablierten Parteien, dass man das in der Wissenschaftskommunikation, wobei die ja in vielseitig stattfindet, dann auch irgendwie transportieren muss, weil man sonst irgendwie vielleicht sanktioniert wird, indem man irgendwo weniger Forschungsgelder kriegt oder. Jetzt habe ich Ihre Frage verstanden. Also ich mache mir über vieles Sorgen und Gedanken, aber darüber mache ich mir in Deutschland noch keine Sorgen, weil wir, glaube ich, ein relativ gutes System haben, das immer noch auf dem verfassungsmäßig,
rechtlich verbrieften Wert der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit beruht. Und ein Prinzip von Checks and Balances, das es verhindert, dass politische Parteien direkt durchgreifen auf zum Beispiel der Vergabe von Fördermitteln. Was man natürlich auch im Gesamtbild angucken muss, dass es Stiftungen gibt, die parteinah sind, die zum Teil ihre eigene Wissenschaftsförderung betreiben. Eine gute Parteistiftung, würde ich sagen, sorgt intern für eine unabhängige Governance, aber das muss nicht immer der Fall sein. Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen von, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, parteinäherer Wissenschaftsförderung. In einem pluralistischen System halte ich das jetzt aber noch nicht für ein gravierendes Problem. Was interessant ist, ist, dass fast parteiübergreifend das Thema Wissenschaftskommunikation unglaublich hochgehängt wird. Und ich glaube, da ist so etwas am Werk wie, ja, wie eine ratlose Verlagerung, weil es natürlich ganz bequem ist zu sagen, wir haben brutale Verteilungs- und Ungleichheitsprobleme in Deutschland und in vielen anderen Gesellschaften. Wir haben Ressourcenknappheit, wir haben Krise fast überall. Und wir haben eine zunehmend schwierige Konstellation der Politikberatung, wo meiner Meinung nach die Tendenz ist, in manchen politischen Sphären sich von der Wissenschaft möglichst maßgeschneiderte Entscheidungsvorlagen zuliefern zu lassen. Um sich, und das kann ich gar nicht, oder das kann ich sogar verstehen, um sich in diesen ganz schwierigen Situationen, ich meine, guckt man sich im Moment die Ampel an, sozusagen entlasten zu versichern, dass da schon ein Expertenrat ist, der einem jetzt eine Lösung vorträgt. Ich glaube, dass das nicht gut funktioniert. Also als Wissenschaftlerin selbst würde ich mich nicht für eine solche Politikberatung engagieren. Aber auch das ist im Moment im Fluss. Also Politikberatung ist eine der interessantesten Kontaktzonen zwischen zwei Systemen in unserer Gesellschaft. Und auch da ändern sich die Gepflogenheiten und auch da müsste man sich natürlich genau anschauen, welche Typen von Einrichtungen und von Beratungsmodellen gibt es denn hier. Ja, ich meine, Habeck ist auch in diesem Zusammenhang in schweres Fahrwasser gekommen, weil die ganzen Umstände zu dem Heizungsgesetz auch damit in Verbindung gebracht wurden, dass die ihn umgebende grüne oder umweltaktivistisch orientierte Politikberatung problematisch geworden ist. Ja, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube einfach, das hat zum Teil auch mit sehr dünnen Personaldecken zu tun. Aber das muss man sich jeweils im Einzelfall angucken. Auf jeden Fall ist klar, dass da sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen wurde und auch sehr viel Vertrauen verloren wurde. Und das ist natürlich dramatisch. Ja, danke auch von meiner Seite für den interessanten Vortrag. Ich hätte zwar drei kleinere Fragen. Es wäre erstmal eine Nachfrage zu den Leitbildern, die sich auch in der Universität herausgebildet haben. Haben Sie denn zum Beispiel auch da Diskurse den Blick genommen, die davor sich auf Fairness oder auf Begriffe der Kultur berufen haben, um dann quasi in den Blick zu bekommen, wie sich das dann verändert, also was das von außen herangetragen wird durch die Umstellung in der Wissenschaftskommunikation oder was zum Beispiel schon in Hochschulgremien davor thematisiert wurde. Das würde mich sehr interessieren und ein weiterer Punkt ist die Frage nach der Reputation, die ja vielleicht als großes Selektionskriterium oder als Zweitkodierung der Wahrheit, wie es Luhmann mal genannt hat, gelten sollte und wie sich da eben in diesen Transformationsprozessen im Hinblick auf die kommunizierende Universität dazu verhalten wird, also auch in den Leitbildern. Genau, das würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich noch eine dritte Nachfrage wäre der Effekt. Sie hatten ja schon so Wissenseffekte angesprochen, die davon betroffen werden. Und Sie, Herr Reckitz, hatten ja schon von der Distinktion der Universitäten gesprochen. Gibt es noch weitere Effekte, die Sie dann schon auch, Wissenseffekte, die Sie vielleicht ausmachen können, die Folge dieser
Corporate Identities, hatten Sie es an einer Stelle genannt, sind, ich denke da zum Beispiel ja auch an die Wahl des Studiengangs, zum Beispiel bei Studierenden, die da vielleicht auch eine Rolle spielen. Okay, danke. Ja, danke. Ich versuche bei eins anzufangen. Also grundsätzlich habe ich diese Leitbilder nur als ein Beispiel, als ein empirisches Beispiel, was ich als Textwissenschaftlerin gut beurteilen kann, gewählt. Die sind für mich einfach ein Teil der großen Bandbreite von Kommunikation in Hochschulen. Man kann natürlich ganz viele andere Dinge untersuchen, ich bin aber keine Sozialwissenschaftlerin. Man kann sich mit einem Mikro in die Mensa setzen oder ins Seminar oder in den Hörsaal und ethnomethodologisch, ethnografisch weiterarbeiten. Dazu gibt es schöne, schlaglichtartige Einzelstudien. Man kann lauschen, wenn Professoren 60 werden und Geburtstag feiern. Äußerst seltsames Genre. Ja, ich bin gerade 60 geworden. Merkwürdige Dinge gehen hier vor sich. Unglaublich ritualisiert, und selbst diejenigen, die sagen, das will ich auf keinen Fall haben, nie, nie sowas, die sind dann die schlimmsten Control-Freaks, wenn es um die eigene Festschrift und die Geburtstagsfeier geht. Ja, also das ist auch schönes Material. Die Leitbilder sind also erstmal nur ein Material, und ich wollte nicht gesagt haben, dass bestimmte Tendenzen in der Wissenschaftskommunikation Einfluss auf die Leitbilder haben. Die Leitbilder sind einfach ein Teil dessen, was ich auf ganz erweiterte Weise als Kommunikation überhaupt erstmal versuche zu beschreiben, explorieren zu beschreiben. Die zweite Frage, Reputation, ja, das ist natürlich sehr interessant. Sie hatten mit der dritten Frage nach Studierenden und Studiengängen gefragt, ne? Aber das, die zweite Frage, Reputation und Wahrheit, können Sie das nochmal wiederholen? Ja, da ist dieser Vergleich zwischen Essen und München wieder interessant. München, ich würde sagen, einfach so ein bisschen neoliberaler gestellt, sagt ganz offen, es ist für unsere aktuelle Reputationsproduktion unverzichtbar, so etwas zu haben. Weil man beim IAC, bei der DFG, das eben abliefern muss. Da wird ein ganz klarer, rationaler Zusammenhang hergestellt. In anderen Leitbildern wird Reputation anders begründet. Und man suggeriert, dass sie auch anders hergestellt wird. Zum Beispiel viel stärker mit Blick auf Studierende. Es ist auch interessant zu sehen, welche Gruppen, welche Teilgruppen der Universität in Leitbildern überhaupt prominenter angesprochen werden. Ja, an der TU München ist auch interessant, dass die wie viele TUs noch ein starkes Gleichstellungsproblem haben und deswegen den Diversifizierungsprozessen so ein bisschen hinterherlaufen. Das ist aber auch sehr nachvollziehbar. Ja, wenn man erstmal das abarbeiten muss, dann kann man sich vielleicht noch nicht voll in die Diversifizierungskampagnen stürzen. Die Konkurrenz zwischen Gleichstellungsinitiativen und Diversitätsinitiativen ist überall ein Organisationsproblem, weil es auch hier natürlich zum Teil um Konkurrenzen und um begrenzte Ressourcen geht. Ja, welche Stelle wird verstetigt? Ist es die Gleichstellungsbeauftragte oder die Diversitätsbeauftragte? Weil viele dieser Einheiten an Unis ja gar nicht so ausgebaut sind, dass hier entfristet beschäftigte KollegInnen überhaupt tätig sind. Ja. Studiengänge und Studierende. Da finde ich erstmal die Frage interessant, und da würde mich auch Ihre Perspektive interessieren. Wir sind ja schon längst wieder im Hassel der Exzellenzstrategie, und da wird ja auch suggeriert in Videos und Imagefilmen und intern, dass es auch für Studierende total wichtig ist, wer welchen Rang in diesem Wettbewerb hat, wer in den letzten Jahren wie abgeschnitten hat, und dass rankingbewusste Studierende in die Listen gucken und eiskalt auswählen. Ich bin mir da ja nicht so sicher. Ich bin mir schon deswegen nicht so sicher, weil die Exzellenzstrategie so angelegt ist, dass per Definition die Lehre überhaupt keine Rolle spielt. Ja, warum sollten Studierende dann
danach gehen, wer in diesem Wettbewerb jetzt ganz oben steht. Es gibt allerdings unternehmerischer organisierte Hochschulen auch in Deutschland. TU München ist dafür wirklich ein sehr gutes Beispiel, die eine Klientel von Studierenden anziehen, die sich sicher sind, dass sie in der Wirtschaft, in der Industrie später arbeiten werden und die viel früher sozialisiert sind mit solchen Werten und Idealen. Meine Uni muss da ganz oben mitspielen. Mir ist das wichtig. Ja, insofern gibt es da schon einen Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung der studentischen Klientel und der Art und Weise, wie Leitbilder eingesetzt werden, um sich zu platzieren und zu positionieren. Und vielleicht noch, weil Andreas Reckwitz auch nach diesem Zusammenhang zwischen Standardisierung und Differenzierung fragte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Ex-INI, so hieß sie ja am Anfang, Exzellenzinitiative, nicht Strategie, auch mal mitgegutachtet habe und naiverweise gedacht habe, oh toll, jetzt kriege ich ganz viele verschiedene Anträge und jede Uni macht das anders und darauf freue ich mich ja. Und dann merkte man bei der Lektüre, wie diese Prosa, nicht nur von Leitbildern, sondern auch Proposals, eine solche Standardisierungsdynamik entwickelt, dass sich das alles ziemlich ähnlich las, zu meiner großen Enttäuschung. Wenn man selbst an sowas mitgearbeitet hat, weiß man, dass die fieberhafte Feindbeobachtung der Konkurrenz einfach dazu führt, dass man sich nicht mehr wirklich traut, in den großen Wettbewerben abzuweichen, weil es zu riskant erscheint. Ich glaube, dass das falsch ist. Aber ich bin auch keine Rektorin und muss dieses Risiko nicht vertreten. Ich glaube, dass es sich lohnen würde, auch schon allein, weil die Gutachten vielleicht manchmal sehr müde sind, zu sagen, wir überraschen euch jetzt hier mal mit einem Maßnahmenbündel, das total anders ist. Das sich wirklich unterscheidet. Aber auch dann müsste man in diesen Standarddimensionen und Disziplinen, Gleichstellung, Kennzahlen zur Einwerbung, wie viele Dickschiffe haben sie denn überhaupt hier, muss man natürlich was vorzeigen können. Und dann gibt es wieder diese Spielballdimension, wo man sich dann unterscheiden kann. Ja, der Leitung dieser Hochschule kann ich das natürlich schon bestätigen, was Sie sagen, gar keine Frage. Ich glaube, aber es ist nicht nur der Blick bei der Exzellenzprosa, darauf irgendwie distinkt zu verfahren und den Seitenblick nicht zu versäumen auf die anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerber, sondern es ist natürlich auch eine Konkurrenz zwischen dem, was als Antragsdelikt dann auch tatsächlich materiell eine Rolle spielt. Und Sie können eine schöne Storyline entwickeln, wenn das keinen Zusammenhang hat mit den Förderlinien, für die dann tatsächlich das Geld beantragt wird. Und diese Förderlinien sind ja mehr oder weniger identisch. Insofern ist es auch ein Top-Down-Prozess, glaube ich, der diese Harmonie in der Storyline bedingt. Meine eigentliche Frage war, oder meine Anregung war noch eine andere, mit Blick auch auf die Frage, die Sie gestellt haben, hat sich bei den Leitbildern diachron etwas verändert. Ich glaube, man könnte das noch weiter fassen, wenn man die Daten noch ausweitet und etwa die Immatrikulationsfeiern, und Sie haben das Jubiläum angesprochen, dazu nimmt, wo die erste 100-Jahr-Feier dieser Universität hat eigentlich den Mythos Humboldt durch die Publikation der bis dahin noch nicht veröffentlichten Humboldt-Schriften durch Spranger und andere zustande gebracht. Und das war ziemlich durabel. Die Immatrikulationsfeiern, das hat historisch Langewiesche mal aufgearbeitet. Da lässt sich auch das Verhältnis zwischen Staat und Universität sehr schön sehen, inwieweit die Immatrikulationsfeier durch klassische Rektoratsreden, durch die Reden von eigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gestaltet wird oder inwieweit man sich Leute von außen holt. Und ich glaube, es waren Otto und Loriot, die hier mal Immatrikulationsreden gehalten haben, was dann gleichzeitig galt als eine Öffnung
der Universität zur Gesellschaft von anderen dann aber eher wahrgenommen wurde als ein Anbiedern und auch als eine Kodierungsschwäche, wenn man jetzt Wahrheit und Reputation nimmt. Ja, vielen Dank. Das sind ganz wertvolle Hinweise. Diese Bücher, die in der Reihe erscheinen, sind leider nur schmal. Aber natürlich haben Sie völlig recht. Ich müsste eigentlich einen sehr großen Strauß von zum Teil sehr gewachsenen Gattungen und emergierenden Formen behandeln und typisieren, um dem gerecht zu werden. Immatrikulationsfeiern sind wunderbar. Antrittsvorlesungen, ganz tolles Forschungsthema, das jetzt auch frisch erforscht worden ist. Danksagung. Also es gibt eine sehr schön praxeologisch grundierte Wissenschaftsforschung, die sich diese ganzen auch kleinen Formen und Gattungen, die man leicht übersieht, weil sie nicht so groß symbolisch ritualisiert sind, mal anschauen. Also der Tausch von, das haben Steffen Martus und Carlo Spürhase in ihrem Buch gemacht, der Tausch von Aufsätzen, ja, also Gabe und Gegengabe. Danke, lieber Herr Kollege, für Ihre wunderbare Schrift. Ich erlaube mir, Ihnen folgende 4 Aufsätze zurückzuschicken. Was hat das eigentlich für soziale Funktionen? Und Martus und Spürhase haben eben auch gefragt, wann stirbt sowas aus, warum? Wodurch wird das ersetzt? Ich habe die Geburtstagsfeiern genannt, akademische Geburtstagsfeiern, Emeritierungsrituale, schwieriges Thema an der deutschen Universität, weil so viele eigentlich nicht gehen wollen. Und die ETH Zürich hat ein sogenanntes Offboarding-Team, das sind 3 vollbezahlte Leute, die 1,5 Jahre vorher anrufen und sagen, wir unterstützen Sie beim Rausgehen. Ich würde sagen, gut investiertes Geld. Ja, da könnte man noch viel mehr anschauen. Zu Ihrer ersten Frage und Bemerkung noch, Sie haben völlig recht, wenn Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, unterscheiden zwischen der ersten Linie Exzellenzstrategie, wo es ganz hart um Kennzahlen geht. Man muss bestimmte Dinge vorzeigen können an Einwerbungen, an Forschungsverbünden, an Forschungsexzellenz, an Preisen und so weiter, um überhaupt durchzukommen. Die zweite Linie, wo es ja um den Status der Exzellenzuniversität geht, erlaubt, wie Sie auch gesagt haben, dann eher das institutionelle Storytelling. Und wir diskutieren im Ruhrgebiet auch gerade darum, welche Geschichte soll man dann von den 3 Ruhr-Unis erzählen. Ich bin selbst Erzählforscherin und habe eine tief verwurzelte Skepsis gegen diesen Boom des Storytellings. Nicht, weil ich Erzählen grundsätzlich falsch finde, sondern weil mein Eindruck ist, dass sich hier auch längst eine Industrie entwickelt hat, die nur bestimmte Erzählformen, nämlich die Heldenreise und in 1000 Variationen, armer junger Mann brach auf, ging in der Wüste fast verloren, fand Goldschatz, wurde der berühmteste Wissenschaftler des Landes, und so weiter. Weil immer wieder Variationen dieses Musters durcherzählt werden und weil diese ganzen Coaches und Trainer, die ja auch an Unis angeheuert werden, um einen dann exzellenzfähig zu machen, weil die einem suggerieren, nur so geht es. Die Leute da draußen sind so doof oder die Gutachtenden sind so müde, dass es nur mit diesen Schemata funktioniert. Und das glaube ich einfach nicht. Ich halte das Publikum und meine Peers nicht für so blöd, dass man nicht auch anders erzählen könnte. Die Frage, die mich total interessiert, ist, muss man immer personalisieren? Ja, muss es immer einen Helden und einen Antihelden geben? Das Spiegel-Interview mit Steffen Mau vor 2-3 Wochen, wie fing das an? Typisch Spiegel. Uiuiui, Herr Mau, da 2 Stockwerke unter oder über Ihnen wohnt ja der andere, Herr Reckwitz. Geht das denn? Und da habe ich gedacht, meine Güte, also könnt ihr es nicht einmal anders machen? Ja, kann man nicht mal davon erzählen, dass es nicht immer nur Held und Antiheld gibt, sondern dass es Gruppen gibt, ja, dass es viele gibt, die sich die Arbeit aufteilen müssen, die etwas zusammen machen, die vielleicht auch konkurrieren, die aber zusammen an etwas arbeiten. Auch davon kann man ja erzählen. Ist halt ein bisschen komplizierter, als immer wieder die Heldenreise aus der Schublade zu zerren. Nichtsdestotrotz ist das Bedürfnis groß, auch einer Uni im Wettbewerb eine Storyline zu geben. Ich bin mal gespannt, was man dazu alles lesen wird.
Das Ruhrgebiet ist da ja ein bisschen anfällig für so Underdog-Erzählungen. Wir kamen aus dem Dunkel des Bergbaus, haben die Grubenlampe aufgesetzt und streben ins Licht. Ich hoffe sehr, dass wir nicht nur mit sowas da auftreten. Ja, also hier sind doch noch mal einige Fragen. Kommen zum Schluss, jetzt müssen wir das, glaube ich, etwas zusammenfassen. Wenn Sie erst... Ja, es ist jetzt natürlich vielleicht nicht die passendste Frage für den Schluss. Jetzt hatten Sie ja auf die Frage von Herrn Reckwitz angedeutet, also Ihr Vortrag war ja einer der Kommunikationsanalyse im deutschen Raum und Sie haben dann gesagt, dass da der angloamerikanische Raum sehr viel weiter ist. Ich hätte jetzt einfach nur gefragt, ob Sie es noch weiter ausbuchstabieren können. Vielleicht können Sie es in der kurzen Zeit noch. Ja, kann ich schlaglich. Wir sammeln. Okay, gut. Ich notiere es mir. Ja. Ja. Ja, ich hätte auch noch mal eine kurze Frage, inwiefern die Wissenschaftskommunikation nach außen und die ganzen Exzellenzstrategien auch in gewisser Weise nach innen, jetzt in die Universität hinein, gewisse Spannungen oder Konflikte erzeugen. Also jetzt zum Beispiel für Berlin gesprochen, also es wurde ja vorhin schon gesagt, diese ganze Exzellenzprosa, da heißt dann oft Spitzenforschung, Exzellenz etc. Und dann jetzt so aus einer Perspektive, also ich komme von der FU, auch vom Mittelbau, wo man dann merkt, okay, dysfunktionale Verwaltung, die Ausstellung der IT ist nicht besonders gut, also hat jeder von uns hier wahrscheinlich zu Hause eine bessere Ausstattung und solche Dinge. Und da stelle ich mir halt die Frage, damit diese Wissenschaftskommunikation nicht so schnell unter so einen Simulationsverdacht kommt, wie Sie das beschrieben haben. Also steigt nicht auch der Druck mit den ganzen Strategien auch nach innen dann auch wirklich abzuliefern, dass dann auch diese Begriffe vielleicht von oder diese Vorstellungen, Leitbilder von Agilität und Effizienz und Flexibilität, dass dann der Druck eben nach innen steigt. Dass man, dann muss es aber auch bei den elementaren Dingen im Alltag, bei den Leuten, klar, die die Uni am Laufen halten, auch funktionieren. Ja, das genau. Sind die ganz. Ja, ich würde auch gerne auf den letzten Punkt auch noch kurz eingehen und das ergänzen, weil ich das eigentlich auch sehr interessant fände. Ich meine, Sie sind ja sehr stark auf die, das war ja im Zentrum Ihres Vortrags, die offizielle Wissenschaftskommunikation. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass das erstmal das Interessante ist, zu schauen, also wie ist die strukturiert, welche Semantiken werden da verwendet, welche Praktiken werden da verwendet und so weiter. Aber was ja auch interessant wäre, wo finden Brüche statt und wo wird das Ganze delegitimiert oder in Zweifel gezogen? Das hatten Sie ja auch also am Schluss angedeutet mit dieser Figur des Idioten und Sie hatten das im Grunde ja auch am Anfang drin, nämlich mit diesem Krimi, mit dem Fernsehkrimi, denn da wird ja ein Blick von außen auf die Universität gesetzt und das ist ja ein kritisch-ironischer Blick, könnte man jetzt sagen, sicher auch ein stereotypisierender, aber da wird ja auch etwas aufs Korn genommen, was dann eigentlich Teil ja der offiziellen Wissenschaftskommunikation ist. Und das wäre die Frage, ob spielt das bei Ihnen oder auch am KWI auch eine Rolle, also diese Perspektiven oder diese Kommunikationsformen, in denen man ja eigentlich sich kritisch, ironisch oder auch backstage innerhalb der Organisation mit diesen institutionellen Diskursen auseinandersetzt. Okay, ich versuche das abzuarbeiten. Angloamerikanischer Raum. Das war der Herr hier in der Mitte. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Also TED Talk. Wir wissen auch, was das ist. Es gibt auch Leute in Deutschland, die das können. Aber mein Eindruck ist, dass in den USA, sicherlich auch fachspezifisch, das einfach viel selbstverständlicher verinnerlicht und popularisiert wurde und auch wesentlich unkritischer gesehen wird. Ja, ich sehe immer mehr Leute, gerade aus diesem Wissenschaftssystem, die einfach unglaublich eisenhart professionalisiert, und da gehört ja ganz viel dazu, auftreten. Man muss perfekt geschminkt sein, man muss super angezogen sein, man muss einfach frei diese erleuchtete Bühne bespielen, man muss immer auch eine Geschichte erzählen. Ohne Geschichte dieser Art geht es da ja überhaupt nicht. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir da die Nachhilfe nehmen sollten und da auch hinkommen sollten oder ob man nicht auch mit anderen Formen ziemlich Gutes erreichen kann. Damit will ich nicht sagen, möglichst verpeilt, alteuropäisch, spröde und unverständlich, um Gottes Willen.
Aber für mich gibt es einfach andere alternative Formen, auch ein Publikum zu interessieren und vielleicht sogar zu faszinieren. Das andere Bereich ist, ein anderes Beispiel ist sowas wie Elevator Pitching. Da gibt es jetzt auch in Deutschland schon genügend DoktorandInnen, Trainingskurse, wo das einfach selbstverständlich geübt wird. Dann kann man ja auf jeden Fall mal auch sagen, es ist wichtig, einer Runde von Leuten, die vielleicht wichtig sind, die Einfluss haben, kurz und knapp und anschaulich zu erklären, was das eigene Dissertationsthema ist. Ja, unbedingt. Aber ob das jetzt immer so ein wirtschaftlich geprägter Agenturpitch sein muss, würde ich hinterfragen. Vielleicht sollten wir da ein bisschen selbstbewusster unsere eigenen Formen auch stärker machen. Druck nach innen, Ihre Fragen, ganz, 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 ganz wichtig. Ich will hier gar nicht zu kulturkritisch klingen. Ich habe in Essen jetzt ein großes Projekt, wo wir ein zweites neues Institut aufbauen. Wir haben glücklicherweise vor der Krisenzeit noch ziemlich viel Geld von der Landesregierung gekriegt. Und das könnte jetzt schiefgehen, weil ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die vom Kuchen nicht direkt was abkriegen, ja, sagen, die Griem da mit ihrem blöden neuen Ding, wieso soll ich mich denn daran beteiligen? Was bringt mir denn Partizipation hier und Ideenaustausch, wenn bei uns sowieso keine Stelle landet oder wenn wir keine Fellows abkriegen? Und da haben wir mit sehr viel Aufwand einen Prozess initiiert über 1,5 Jahre, wo Leute immer wieder Ideen einbringen konnten und seltsamerweise, schönerweise, hat sich dadurch eine total starke Initiative in der Breite ergeben. Und für mich das Schönste an dieser Lehrstunde ist die Verwaltung, auf die wir ja so gerne herabschauen, wir W3s. Die haben wieder nicht geliefert, die können es nicht, die sind nicht da, die gehen nicht ans Telefon, alles Deppen. Wenn wir die nicht hätten für unseren Alltag, dann ginge hier überhaupt nichts. Ja? Und da bin ich wirklich mal für Wertschätzung und Anerkennung und Respekt. Denn viele von denen machen meiner Erfahrung nach super Arbeit, ja, und engagieren sich wirklich. Und das haben wir da echt erfahren dürfen. Ja, die haben ein ganz neues Gebäude eingerichtet, die ganzen Anschaffungen, das ist ja unglaublich kompliziert im deutschen Hochschulwesen, Sie kennen das, nicht nur Bewirtungsrichtlinien, sondern auch Beschaffungsrichtlinien. Stuhl 1-2a darf nur so und so viel kosten und keinen blauen Bezug haben. Ja, und wenn man dann eine Verwaltung hat, die einfach mitzieht und ihre Expertise einbringt, dann kann das echt ein tolles Gemeinschaftserlebnis werden. Das klingt jetzt fast ein bisschen kitschig, aber ich habe das erfahren. Und ich finde, es lohnt sich, hier mit Respekt und Interesse miteinander zu arbeiten an diesen Dingen. Das natürlich durch diese Multiplikation von Wettbewerben. Es gibt ja immer mehr Wettbewerbe. Es gibt um jeden Pipifax einen Wettbewerb. Dass die Belastung für Gutachtende, für Bearbeitende, für Leute in der Verwaltung stetig ansteigt, weil dieser ganze Kram ja bearbeitet werden muss, das ist für mich eine schlechte Entwicklung. Ja, es gibt einen tollen Aufsatz von einer Münchner Historikerin Margit Zünsch-Janze über die Multiplikation von Wettbewerben. Der ist der Text, wo man das nachlesen kann. Halte ich für keine gute Entwicklung. Letzte Frage, oder vielleicht noch ein Punkt, Herr Reckwitz, Sie hatten angesprochen, wo kann man sich ironisch verhalten? Oder, nee, ich glaube, Ihr Punkt war informelle und formelle, ja, oder, formalisierte und nicht formelle Kommunikation. Ja, ja. Das ist ein super interessantes Thema, was methodisch aber eben tricky ist. Grundsätzlich würde ich sagen, es wäre naiv zu glauben, dass universitäre Kommunikation immer im Sinne von Transparenz und Nachvollziehbarkeit und Accountability formalisiert werden muss. Jede, das wissen Sie als SoziologInnen besser, jede Institution braucht Hinterbühnen, auf denen etwas nicht vollkommen formalisiert und exponiert wird. Sonst funktioniert gar nichts. Die Frage ist, glaube ich, wie man als Leitung mit diesen Hinterbühnen, die nicht immer finster und mafiös sein muss, umgeht. Also die Frage ist, mit welchen halbformellen Zirkeln, Unterstützungsgremien berät man sich wann und wie legitimiert man die für sich und für andere?
und wie sorgt man dafür, dass die nicht wuchern? Ja, methodisch ist es natürlich wahnsinnig schwer, an dieses Arkanwissen ranzukommen. Die Studie, die sich ganz viele wünschen im Moment, von uns, die kulturwissenschaftliche Wissenschaftsforschung machen, ist eine große vergleichende historische Studie zum Berufungswesen in Deutschland. Es gibt einzelne Arbeiten dazu, aber an viele dieser Materialien kommt man nicht so einfach ran. Und auch nicht alle reden offen darüber, weil es hier um vertrauliche Prozeduren und vertrauliches Material geht. Ich glaube schon, wenn wir sowas hätten, würden viele der gegenwärtigen Probleme in Deutschland, die ich wirklich am Punkt Schulbildung, Hierarchien, Zuordnung zu völlig veralteten Ideen von Lehrstuhl und Ordinariat, Abhängigkeit von Mitarbeitern etc. etc. sehe, würden viele der Probleme, die wir da produziert haben, nochmal viel deutlicher zutage treten. Aber das sind so Studien, die Arkanwissen betreffen, vertrauliches Wissen, und die sind wie überall, wie auch im Verlag, sehr schwer zu machen. Da muss man sich einbetten. Ja. Vielen Dank, Frau Green. Danke Ihnen für Ihre gute Frage.